Konnichiwa, Kettys, hier ist sie wieder, eure Josie, mit einer neuen React-Folge vom realen Irrsinn. Ja, und die wurde mir vorgeschlagen von Minato Namikaze. Wenn ihr da auch mal wissen wollt, wie ihr Vorschläge machen könnt, bleibt bis zum Ende dran, da sage ich das nämlich nochmal. Und heute geht es um Pferde. Und die sind schnell. Richtig schnell. Obwohl, schneller als das Internet zu sein in Deutschland ist eigentlich gar nicht so schwierig, weil wir kennen das ja alle. Wenn wir nicht in der Großstadt wohnen, ist das Internet sehr langsam. Und hier geht es um ein Pferd, das schneller als das Internet sein soll. Wir gehen mal rüber in den Live-Bereich und gucken uns das Ganze dann zusammen an. Und schauen mal, was es damit auf sich hat. So, wir sehen hier schon wieder unseren Extra-3-Schriftzug und den Gartenzwerg, der jetzt gleich einen Pfeil in den Kopf bekommt von Extra, vom realen Irrsinn. Ja, und starten wir mal rein. Hab ich doch gesagt. Bei Klaus-Peter Kappes in Schmalenberg startet hier im Büro gleich ein Wettlauf. Der Fotograf will wissen, wer seine Fotos schneller zur Druckerei bringt. Das Internet oder ein Pferd. Okay, das ist mal eine interessante Challenge, muss ich sagen. Ich garantiere euch, dass das Pferd schneller ist. Weil das scheint auf dem Land zu sein und da ist das Internet sehr langsam. Weil wir haben ja nur drei große Anbieter, die sich darum streiten, wer wie, wann, wo, was Kabel verlegen darf und warum, wie, was, wo länger dauert und dann am Ende doch nicht funktioniert. Genau. Also, schauen wir mal an, ob ich recht habe, ob der Titel das Ganze schon verraten hat. Das wäre natürlich interessant, aber ich bin mal gespannt, um wie viel schneller das Pferd dann am Ende wäre. Ich habe mich einfach furchtbar geärgert, dass das Glasfaserkabel seit Monaten in der Straße liegt, aber nicht genutzt wird. Kam ich beim Nachrechnen auf die Idee, unsere Pferde, die sind viel, viel schneller in Schmalenberg, dem nächsten Ort, als die Datenübertragung. Ja, das kennt man ja. Man hat beispielsweise die Kabel schon verlegt, so wie hier bei uns. Also das sind auch die Kabel schon verlegt. Die Kabel führen bei uns hier vom Haus her bis zur Einfahrt. Weiter ist das noch nicht verlegt. Das heißt, wir haben nicht einmal eine Verbindung vom Glasfaserkabel bis ins Haus zum Übergabepunkt, sondern wir haben nur eine Verbindung vom bis zur Einfahrt und von da bis zum Haus und im Haus nach oben haben wir Kupferkabel. Die Telekom sagt hier schon seit Monaten, dass wir hier schnelles Internet kriegen sollen, so richtig schnelles Internet. 250.000 bis zu 250.000. Die letzte wollte es mir wieder an der Tür einer verkaufen. Ja, das stimmt ja gar nicht, dass sie eine Gigabit-Leitung haben. Komischerweise, wenn ich hier Speed-Tests mache, und zwar egal wann, ich komme mit Minimum auf 800.000. Also ich habe meine Gigabit-Leitung. Definitiv. Der Wettlauf beginnt. Herr Kappes versendet 4 GB Fotos per Internet. Das Kupferkabel rappelt, was das Zeug hält. Zeitgleich schickt er 2 Eilboten zu Pferde mit einer Foto-DVD auf den Weg in den Nachbarort, 10 Kilometer entfernt. Wow, also 4 GB und dann eine CD im Album. Wobei, die waren jetzt beide nicht besonders schnell, aber die Pferde sind hier auch langsam gegangen. Das war nicht mal Trab. Also, wenn die Galopp reiten, sind die schnell. Und ich glaube, also sie könnten die Leitung um 1 Gigabyte schlagen. Jetzt kommt es auf jede Minute an. Das ist also gar nicht mal nur ein Jux. Natürlich war das jetzt mal, haben wir gesagt, das nehmen wir einfach mal so auf und zeigen mal, dass der reitende Bote hier immer noch der zuverlässigste Kommunikationsweg ist. Aber es ist nicht völlig irreal. Nö, denke ich mal nicht. Also ich sag mal jetzt so, in der Großstadt denke ich schon, klar, weil hier gibt es weniger Pferde, beziehungsweise weniger Möglichkeit, die Pferde dann auch effektiver zu nutzen. Aber wir kennen das ja auch. Ein Fahrradkurier liefert etwas schneller von A nach B als die Post, ja. Und bei manchen Paketboten ist es so, dass sie vor der Tür stehen und nicht einmal eine Klingel finden, obwohl die groß angemalt. Ich habe schon überlegt, ob ich bei unserer Klingel so einen großen roten Punkt draufsetze oder einen Pfeil hinmache. Bitte hier klingeln.
weil wir oft genug Pakete bekommen, die einfach gar nicht bis hierher kommen, sondern gleich in die Paketstation gehen, obwohl ich diese Umleitung ausgeschaltet habe. Eine Stunde vergangen. Die Daten rattern immer noch. Gleichzeitig preschen die Pferde, also traben gemütlich, fast arrogant durch das Sauerland. Ah, im Sauerland ist das, aber eins muss ich mal sagen, eine wunderbare Kulisse. Also Landschaft, sehr schön gelegen, muss ich sagen. Aber ich glaube, wenn die Pferde ein bisschen schneller reiten würden, wären sie noch schneller. Also klar, das war jetzt ein dummer Spruch. Ja, genau. Aber ja, wenn sie nicht traben, sondern galoppieren würden, noch schneller. Erstmal fand ich die Idee gut. Ich muss eh das Pferd bewegen, also war das jetzt kein Unterschied, ob ich so ins Gelände reite oder nach Schmalenberg. Nach 104 Minuten dieses spannenden Wettlaufs gewinnen die Underdogs. Also die 104 Minuten haben die Pferde gebraucht, also nicht einmal 2 Stunden. Gut, wenn sie galoppiert wären, wären sie wahrscheinlich in der Hälfte der Zeit da gewesen. Aber hi, nicht schlecht, nicht schlecht. Pferde. Dankeschön. Das Kupferkabel braucht noch 2 Stunden. Was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, sie schlagen sie um 1 Gigabyte. Sie haben sie fast um 2 Gigabyte geschlagen. 1,6 Gigabyte. Und es bleiben noch etwa 2 Stunden. Ey, das ist ein Witz, oder? Ich weiß, Mama Merkel hat gesagt, das Internet ist Neuland. Die Frau kommt aber auch aus dem hintersten Turkmenistan. Da ist wahrscheinlich das so. Mag sein, nicht gegen unsere ostdeutschen Mitbürger, aber die Frau hat jeglichen Realitätssinn verloren gehabt zu diesem Zeitpunkt. Gut, dass sie von der Politik weg ist. Gut, meine Meinung. Aber hallo, wir hatten 2 Jahre jetzt eine Epidemie, die wir teilweise Schüler zu Hause lassen mussten und von zu Hause aus lernen mussten. Und dabei kommt sowas raus. Okay, gut, ich sollte vielleicht nicht so viel dazu sagen. Ich habe schließlich auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie Technik funktionieren kann oder auch nicht. Aber das ist ein Armutszeugnis. Ein ganz großes Armutszeugnis. Weiter geht's. Klaus-Peter Kapp ist aus Schmallenberg, ist Fotograf und hat es sogar in die Times und in die Daily Mail geschafft. Und zwar nicht mit einem Foto, sondern seiner super lahmen Internetverbindung. Das Glasfaserkabel liegt zwar schon lange im Keller von Herrn Kappest, aber das heißt nichts, sagt die Telekom. Ja, wäre ja auch schwierig, jetzt da einen Anbieter, also beziehungsweise einen Techniker hinzuschicken und das Ding in einen Kasten für Glasfasernutzung zu bauen und dann ihm schnelles Internet anzubieten. Ja. Und teilt mit. Auch wenn im Haus bereits der Glasfaseranschlusspunkt gelegt wurde, bedeutet das nicht automatisch, dass auch die Gegenseite bereits mit sämtlicher Infrastruktur fertiggestellt und betriebsbereit ist. Ja, Deutsche Telekom, wir freuen uns, wenn Sie bei uns Kunde werden. Ja, jetzt fragt, liebe Deutsche Telekom, falls ihr euch fragt, warum ich nicht zu euch wechsle, da wisst das. Doch dann ein Anruf der Telekom. Wow. Nachdem die internationale Presse das dann sogar aufgegriffen hat, rief mich dann ein hoher Telekom-Funktionär an und sagte, also in der ersten Januarhälfte, da kommt eine Spezialtruppe aus Bonn und macht den Anschluss flott und das hat dann auch wirklich geklappt. Glückwunsch. Gut, die Nachbarn haben noch kein schnelles Internet, aber die können sich ja mal die Eilboten von Herrn Kappest leihen. Ja, genau. Und bevor ihr jetzt fragt, nein, das ist nicht der Anfang, ist das Ende. Ihr seht, der Leiste unten hier ist ja das Ende. Genau. Gut. Ey, cool. Es hat nur ewig gedauert und die internationale Presse musste eingreifen, dass der Mann schnelles Internet bekommen hat. Und jetzt habt ihr gerade gesehen, jetzt hätte er für die 4,1 Gigabyte nur etwa 3 Minuten gebraucht. Wow, nicht schlecht, nicht schlecht. Und ja, manchmal hilft Presse eben doch. Aber nur manchmal. Gut, aber mir hat diese Folge wieder wunderbar gefallen und ich fand diesen Vergleich zwischen Pferd und Internetkabel sehr gut. Danke Minato für diesen Vorschlag und ich freue mich schon, wenn weitere Vorschläge kommen, egal welcher Art, bezüglich Videos, die man reacten kann. Ein paar reale Irrsinn-Folgen habe ich noch, das sind aber Sachen, die ich selbst gefunden habe und ja, genau. Also, wenn ihr aber Vorschläge habt, Anregung,
Kritik, Lob unten in die Kommentare. Ich reagiere auch darauf. Und wenn ihr Videos reinpostet, die man reacten kann, dann reacte ich die auch. Also so wisst ihr jetzt, wie ihr auch mal hier dazu kommt, reacted zu werden. Das Originalvideo ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ebenso mein Twitch-Kanal, auf dem ihr mir mal folgen könnt und sowas live mitbekommt. Und wenn ihr mir ein bisschen unterstützen wollt, so im einfachsten Sinne, habe ich jetzt hier was eingeblendet, wo ihr seht, wie ihr das machen könnt. Kostet euch nichts, macht schön und hilft mir und meinem Kanal ein bisschen voranzukommen. Ja, das war's dann für diese Folge. Ich bedanke mich für euer Zuschauen. Wir sehen uns wieder und tschüss, sagt euch eure Josie.